DPA-Meldung von gestern. Bayern gibt gemessen an seiner Wirtschaftsleistung bundesweit am wenigsten Geld für die Kindertagesbetreuung aus. Auch bei der Verbreitung von Angeboten der offenen Jugendarbeit bildet der Freistaat das Schlusslicht, bemängelt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Deutschen Kinderhilfswerks. Im Kinderrechtsindex schafft es das Land daher nur ins Mittelfeld. Und dann heißt es weiter in der Meldung, Familienministerin Kerstin Schreier zeigte sich erfreut über die Ergebnisse. Da bleibt einem doch die Spucke weg. Die Staatsregierung ist erfreut über Mittelmaß. Ist Mittelmaß wirklich ihr Anspruch, wenn es um Kinderrechte geht? Sie wollen doch sonst überall vorne sein, überall Spitze sein. Und ausgerechnet, wenn es um Kinder geht, sind sie Mittelmaß und freuen sich auch noch drüber. Ich finde das unglaublich. Bei der Betreuung der unter Dreijährigen haben wir die zweitniedrigste Betreuungsquote im Ländervergleich. Beim Bekanntheitsgrad von Kinderrechten hängen wir ganz hinten hinterher. Und jetzt sehe ich Ihren Gesetzentwurf zum Krippengeld und frage mich, wird es irgendwas daran ändern? Nein. Die Staatsregierung muss umdenken und Kindertagesstätten nicht nur als Betreuungseinrichten begreifen, sondern wirklich als Stätten der frühkindlichen Bildung. Aber Ihr Gesetzentwurf zeigt mal wieder, Sie sehen Kindertagesstätten nur als reine Betreuungseinrichtung. Sie bringen nichts für die Qualität, fokussieren nur auf Beitragsentlastung. Vermutlich wird diese Beitragsentlastung auch noch verpuffen, so wie es bei den Beiträgen für die Kindergärten der Fall ist. Viele Träger haben ja gleichzeitig die Gebühren erhöht, sodass bei den Eltern am Ende auch noch nicht mal was angekommen ist. Also nicht mal das bringt es dann am Ende. Auch nach der Behandlung im Ausschuss bleiben viele Fragen offen. Zum Beispiel, was passiert mit Eltern, die keinen Kita-Platz bekommen und auf eine alternative Betreuung angewiesen sind? Wieso gibt es einen so abrupten Abfall der Leistung? Das heißt, das wird ja nur an Eltern ausgezahlt, die unter 60.000 Euro verdienen. Das sind bei Doppelverdienerhaushalten 2.500 Euro brutto. Und es ist eine abrupte Grenze. Das heißt, wenn zum Beispiel die Mutter eine Gehaltserhöhung um 100 Euro bekommt, also über diese Grenze fällt, dann kriegt sie 53 Euro netto mehr. Ihr werden aber 100 Euro weggenommen. Eine Gehaltserhöhung bedeutet also, dass diese Mutter oder diese Familie am Ende 47 Euro netto weniger in der Tasche hat. Die ganz große Frage bei der Kinderbetreuung ist doch, wo bleiben die Fachkräfte? Und ja, da lobe ich Sie sogar mal, dass Sie jetzt mit Influencerinnen für den Erzieherberuf werben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und natürlich leisten die Erzieherinnen und Erzieher in diesem Land eine hervorragende Arbeit. Also an der Stelle auch von uns natürlich ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Auf der anderen Seite muss man doch wirklich auch was für sie tun. Denn ich hatte zum Beispiel neulich eine Besuchergruppe hier von der Akademie für Erziehungsberufe und die haben alle gesagt, dass der Weg in den Erzieherberuf so wahnsinnig steinig ist, dass er zu lang ist, dass sie sich alle verschulden, bis sie in diesen Beruf gehen können. Das heißt, da werden Hürden aufgebaut, die wirklich dafür sorgen, dass der Erzieherberuf weiterhin ein Mangelberuf ist. Und da muss man doch anpacken, da muss man rangehen und nicht das ganze Geld nur in die Kostenfreiheit stecken. Unser Anspruch ist Mittelmaß. Nicht mit diesem Gesetz bleibt es weiter Mittelmaß. Frühkindliche Bildung ist die Basis für den weiteren Erfolg in der Schule, im Beruf, im Leben. Deshalb fordern wir hartnäckig, frühkindliche Bildung in Bayern muss Spitze sein. Vielen herzlichen Dank für die pünktliche Beendigung der Rede. Ich darf den Herrn Kollegen